Ja, das war so ziemlich der dritte, wenn nicht sogar vierte Netzroller in der Endphase dieses ersten Satzes. Da kann man natürlich nicht viel gewinnen. Also, durchaus mit etwas Glück. Satz Nummer 1 an Richard Viboni. Der den ganz großen Vorteil hat, dass er Peter David sehr gut kennt. Kann dementsprechend seine sehr guten Aufschläge einigermaßen gut lesen. Und das ist dann oft schon die halbe Miete. Und er macht gleich weiter mit Netzbill, aber der scheint ausgewiesen zu sein. Netz und raus. Diese relativ lockere Rückhand aus dem Handgelenk hat eben mal ihr Ziel nicht erreicht. Aber interessanterweise arbeitet die Borne hier überdurchschnittlich viel mit Unterschnitt, Schupf oder fast Verteidigungsbällen. Und da erneut diese Handgelenkrückhand. Oldschool. Sieht man nicht mehr viel, die Rückhand so spielen. Jüngere Spieler. Und er macht relativ viele Fehler auf solche Unterschnittschupfbälle, der Peter David. Das mag für den Viboni jetzt mal überraschend gewesen sein, dass Peter David die Rückhand nicht diagonal spielt. Der zweite Satz wiegt ein bisschen in Richtung Ausgleich. 9-6. Steht 1-1.